Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Auferstehung, neues Leben, das ist immer noch ein Thema, das uns nach Ostern immer wieder Kraft schenkt. Die aufblühende Natur hilft uns dabei, an das Gute zu denken. Bitten wir, dass unser Leben geprägt sei von diesem Gedanken der Auferstehung, vom Gedanken des Neuwerdens unserer Schöpfung. Bitten wir Christus in unsere Mitte und um sein Erbarmen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der gütige Gott, erbarme sich unser. Er nehme von uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe. Maria, Ehre sei Gott und Friede den Menschen seiner Nacht. Maria, Ehre sei Gott, er ist der Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, lass die österliche Freude in uns fortdauern, denn du hast deiner Kirche neue Lebenskraft geschenkt und die Würde unserer Gotteskindschaft im neuen Glanz erstrahlen lassen. Gib, dass wir den Tag der Auferstehung voll Zuversicht erwarten, als einen Tag des Jubels und des Dankes. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Den Urheber des Lebens hat er getötet, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen wandte sich Petrus an das Volk. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr ausgeliefert und vor Pilatus verleugnet habt, obwohl dieser entschieden hatte, ihn freizulassen. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und die Freilassung eines Mörders erbeten. Den Urheber des Lebens habt ihr getötet, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Nun, Brüder, ich weiß, ihr habt aus Unwissenheit gehandelt, ebenso wie eure Anführer.
Gott aber hat auf diese Weise erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten im Voraus verkündet hat, dass sein Christus leiden werde. Also kehrt um und tut Buße, damit eure Sünden getilgt werden. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Erschließ uns die Schrift, lass unser Herz entbrennen, wenn du zu uns redest. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, O Herr. Die beiden Jünger, die von Emmaus zurückgekehrt waren, erzählten den Elf und die mit ihnen versammelt waren, was sie unterwegs erlebt und wie sie Jesus erkannt hatten, als er das Brot brach. Während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Da sagte er zu ihnen: Was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in eurem Herzen Zweifel aufkommen? Seht meine Hände und meine Füße an. Ich bin es selbst. Fasst mich doch an und begreift: Kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Als sie es aber vor Freude immer noch nicht glauben konnten und sich verwunderten, sagte er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch. Er nahm es und aß es vor ihren Augen. Dann sagte er zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesprochen habe, als ich noch bei euch war. Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht. Darauf eröffnete er ihren Sinn und für das Verständnis der Schriften. Er sagte zu ihnen: So steht es geschrieben. Der Christus wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern Umkehr verkünden, damit ihre Sünden vergeben werden. Angefangen in Jerusalem seid ihr Zeugen dafür.
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Schwestern und Brüder, liebe Mitfeiernde, liebe Kinder, alle heute an diesem dritten Sonntag in der Osterzeit. Alexej Nawalny ist nicht umsonst gestorben, so liest man immer wieder in den Zeitungen. Seine Anhänger, allen voran seine Gattin Julia, versuchen sein Engagement für eine freiere Gesellschaft weiterzutragen. Seit dem Jahr 2010 hat Nawalny als Kritiker der Korruption in seinem Land öffentlich gezeigt, dass er ein Gegner ist. Er war ein Jurist in Russland und hatte keine Angst, Missstände aufzuzeigen. Ich habe Nawalny noch zu Lebenszeiten einmal als den Johannes, den Täufer unserer Zeit genannt. Alexej kam durch unmenschliche Haftbedingungen in einem sibirischen Gefängnis vor genau 2 Monaten ums Leben. Nawalny bleibt wohl die bekannteste Gestalt im russischen Widerstand. Einen Namen, den Sie sich merken sollten. Machthaber tun alles, dass ihre Opfer nicht zu Märtyrern werden. Doch eine solche außergewöhnliche Geisteshaltung mit einer Widerstandskraft in sich eines Menschen beeindruckt über den Tod hinaus. Sie lässt ihn gleichsam nicht sterben. Nach dem gewaltsamen Tod Jesu gab es offenbar um sein Weiterwirken ein vergleichbares Tauziehen. Die Gegner der Jesusbewegung taten alles, um ihn bald vergessen machen zu lassen. Seine Anhänger allerdings waren bemüht, seinen Geist in die ganze Welt hinauszutragen, bis hierher, nach St. Stephan im Rosental. Man muss doch erzählen, was an Außergewöhnlichem da passiert ist, und da war man selber dabei. Ein ganz einfaches Beispiel, Sie erinnern sich vielleicht an die Orchestermesse am Ostersonntag in unserer Pfarrkirche. Noch lange haben wir darüber geredet und noch immer ist dieser schöne Moment nicht vorbei. Der Evangelist Lukas betont in der heutigen Schriftstelle, dass die Jünger Jesu mit ihm gegessen und getrunken haben. Er wehrt damit den Einwand ab, dass Jesus nur so eine Geistgestalt wäre, eine Einbildung der Jünger. Auch damals wollten manche seine Auferstehung und sein Weiterleben nur als geistige Vorstellung weitertragen. Im Glaubensbekenntnis bekennen wir das Unglaubliche in ein paar Minuten. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Der Apostel Paulus setzt sich ausführlich mit diesem Glauben an die Auferstehung auseinander. Er glaubt keineswegs an eine simple, lineare Fortführung des jetzigen Lebens nach dem Tod. Er spricht von einer Auferstehung in einem überirdischen Sinn und das schreibt er im 15. Kapitel an die Korinther, unbedingt nachlesenswert. So schreibt er, steht es auch in der Schrift, Adam, der erste Mensch, wurde ein irdisches Lebewesen. Der letzte Adam, also Jesus, wurde lebendig machender Geist. Und er bringt den Vergleich mit der Natur, den wir alle verstehen. Was du siehst, ist noch nicht der Leib, der entstehen wird. Es ist nur ein nacktes Samenkorn. Gott gibt ihm den Leib, den er vorgesehen hat, und zwar jedem Samen einen eigenen Leib, wenn er neu erblüht. Daher kommt auch der Glaube an die Auferstehung des Leibes. Wir bleiben also lebendig und bekommen einen neuen Leib nach dem Tod, wie immer
das aussehen mag. Als Christinnen und Christen haben wir Sorge zu tragen, dass das neue Menschsein, wie Jesus es verkündet hat, auch konkrete Gestalt annimmt, also auch leiblich ist. Ich nenne da die Geschwisterlichkeit. Das ist eine besondere, hervorragende Eigenschaft, die wir als Christen leben dürfen. Die Geschwisterlichkeit unter den Menschen auf der ganzen Welt. Und ich freue mich, dass in diesen Tagen die Firmlinge sich so vorbereitet haben auf ihr Sakrament. Und ich merke, wenn wir gestern gemeinsam im Pfarrzentrum waren und heute die Firmlinge mit ihren Bildern in unserer Pfarrkirche haben, dass sie sehr sozial engagiert sind, dass sie von dieser Geschwisterlichkeit etwas mitgenommen haben, durch euch, durch die Eltern und Großeltern. Wenn ich also etwas dazu beitrage, dass die Welt geschwisterlich wird in meinem Umfeld, dann hat Auferstehung bereits Fleisch angenommen. Diese besondere Identität, die ich dadurch bekomme, die bleibt auch über den Tod hinaus. So sind wir berufen, an dieser Neuschöpfung Gottes mitzuwirken. Wir wissen, uns dem Geist, den Jesus in die Welt gebracht hat, verpflichtet. Und wir verkünden das, was er den ersten Jüngern auch schon aufgetragen hat. Wir verkünden den Frieden des auferstandenen Herrn. Amen. Bekennen wir diesen Glauben an den lebendigen Gott. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und gegraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die Heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Zu Gott, dem Herrn des Lebens, kommen wir mit unseren Anliegen und bitten ihn. Für die Menschen, denen Krankheit oder ein Unfall das Hören erschwert oder unmöglich macht. Herr, erhöre uns. Herr, erhöre uns. Für alle, denen die tägliche Arbeitsüberlastung, notwendige Ruhezeiten und damit eine gesammelte Wahrnehmung unmöglich macht. Herr, erhöre uns. Herr, erhöre uns. Für die Menschen, die sich nicht trauen über Gott oder über ihren Glauben zu reden. Herr, erhöre uns. Herr, erhöre uns. Wir beten für das Kind, Melia Sappa, das diese Woche getauft wurde, dass es dein Evangelium hören, bewahren und in ihrem Leben verwirklichen kann. Herr, erhöre uns. Herr, erhöre uns. Wir gedenken besonders unseren Verstorbenen, Anna Tasch, Karl und Maria Löffler und Tante Peppi, Frieda Grasmuck, Maria Mondschein und Johannes Crisper. Schenke ihnen die Fülle deiner Liebe und das ewige Leben in deiner Herrlichkeit. Herr, erhöre uns. Herr, erhöre uns. Erhöre Gott all unsere Bitten durch Christus, unseren Herrn. Amen. Thank you.
Allmächtiger Gott, nimm die Gaben an, die deine Kirche dir in österlicher Freude darbringt. Du hast ihr Grund gegeben zu solchem Jubel. Erhalte die Freude bis zur Vollendung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn erstehen die Kinder des Lichtes zum ewigen Leben. Denn unser Tod ist durch seinen Tod überwunden. In seiner Auferstehung ist das Leben für alle erstanden. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit, darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde, und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Wir feiern das Geheimnis unseres Glaubens. Deinen Tod und Erweckung in den Himmel, deine Auferstehung heißt dir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Wilhelm und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die verstorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Seiner Jünger und sprach den Friedensgruß, so bitten wir. Herr Jesus Christus, schau auf den Glauben deiner Kirche und schenke uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede unseres auferstandenen Herrn, er sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Leib Christi schenke uns ewiges Leben. Thank you.
Lasset uns beten. Ewiger Gott, du hast uns durch die Ostergeheimnisse erneuert. Wende dich uns voll Güte zu und bleibe bei uns mit deiner Huld, bis wir mit verklärtem Leib zum unvergänglichen Leben auferstehen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Die Verlautbarungen für die kommende Woche. Mittwoch, 18.20 Uhr Rosenkranz, 19 Uhr Heilige Messe. Begräbnisteilnehmer für Frieda Hirschmann, Wörth zum Sterbetag. Donnerstag, 18. April, 18.20 Uhr Rosenkranz für den Frieden in der Welt, 19 Uhr Heilige Messe, die 27. Rose für lebende und verstorbene Mitglieder. Freitag, 19. April, 18 Uhr Heilige Messe in Höllgrund, Wetteramt, für alle lebenden und verstorbenen Wohltäter der Kapelle Höllgrund, für Marianne Neubauer, für Eltern Anton und Theresia Krischper und als Dank und Bitte, für Eltern Josef und Margareta Frank und Schwester Roswitha, Wetteramt für Höllgrund. Samstag, 20. April, 12 Uhr Trauung von Theresa und Martin Ferck, 18.20 Uhr Rosenkranz, 19 Uhr Heilige Messe. Für Adoptiveltern Luttenberger Meiersdorf, Familie Bammer für beiderseits verstorbene Eltern, Großeltern und Schwager. Für Albert und Maria Drummer Muckental, Gattin und Kinder für Ernst Habisch sowie Schwestern. Familie Walter Lichteneck für verstorbene Eltern beiderseits. Leon Schneider für verstorbenen Firmpaten Harald Sakani. Sonntag, 21. April, 4. Sonntag der Osterzeit, Weltgebetstag für geistliche Berufe. 9.20 Uhr Rosenkranz, 10 Uhr Heilige Messe, Weihejahrgangstreffen der steirischen Diakone mit Diakon Heinz Hödel und anschließender Agape. Familie Suppan-Dagensdorf für Eltern und Großeltern beiderseits. Diakon Heinz Hödel mit Familie als Dank und Bitte. Familie Fasching für Vater Herbert Fasching, Eltern Karl und Rosa Kupfer und Neffe Thomas Hütter. Gattin und Kinder für Anton Berner zum Sterbetag. Für Maria Bundigam-Dollrath, Eltern und Bruder. Für Alois und Erna Rossmann Lichteneck, Tante Lisi Rossmann und Verwandte. Gerhard Löffler für Vater Engelbert Löffler zum Sterbetag und Mutter Erika. Familie Hirschmann Aschau für verstorbene Eltern und Geschwister. Familie Briesching für beiderseits verstorbene Eltern und Bruder Hermann Zangl. Für Karl und Juliana Buchleitner in Dankbarkeit für 50 gemeinsame Jahre und in Gedenken für Eltern beiderseits. Nach dem Gottesdienst bietet der Arbeitskreis Weltkirche fair gehandelte Lebensmittel zum Kauf an. Am nächsten Sonntag wird um ein Mehropfer für geistliche Berufung und das Priesterseminar gebeten. Einen gesegneten Sonntag Ihnen allen und für alle, die wir gebetet haben, bitten wir um die Kraft Gottes für die kommende Woche. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Es segne, begleite und bewahre euch der Dreieine und der gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin und lebt in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.